glaube, eine der schwierigsten und härtesten Fragen, speziell wenn du selber betroffen bist von Leid. Jetzt, was an Unrecht und an Leiden in der Menschheitsgeschichte passiert, ist unvorstellbar, spottet jeder Beschreibung. Eigentlich kannst du nur die Hoffnung haben, dass es einen Gott gibt, im Lichte dessen sich das irgendwie rentiert, irgendwie Sinn macht, oder du musst verzweifeln. Also die Antwort, okay, Gott gibt's nicht, ist eh eine der puren Verzweiflung, weil es so viel Leid in der Welt gibt. Der Punkt ist der, Gott ist die Liebe und Gott ist gut. Aber nicht alles, was auf der Welt passiert, ist genau so Gottes Wille. Das Leiden kam nach christlichem und jüdischem Verständnis in die Welt dadurch, dass der Mensch Böses tut. Schau, wenn du sagst, ey, kann Gott nicht alles in der Welt, was Leiden verursacht, einfach beseitigen? Ja, das Problem ist, du verursachst auch manchmal Leiden. Ja? Wenn du jemandem was Böses antust und genau wenn du hinschaust in der Welt, ein Großteil des Leidens ist verursacht von anderen Menschen. Jetzt, wenn Gott alle Ursachen von Leiden beseitigen müsste, dann müsste er eigentlich alle Menschen beseitigen. Das wäre dann eine Welt ohne Leid, aber auch eine ohne dich und ohne mich. Gott hat eine Welt erschaffen, wo Menschen frei sind, das Gute und das Böse zu tun, weil Gott Freiheit liebt und weil er Geschöpfe will, die keine Roboter sind, die gar nicht anders können, sondern die sich freiwillig für ihn, freiwillig für die Liebe, für das Gute entscheiden können. Daher wird am Ende der Zeit das zum Guten führen, aber wir leben noch in dieser Zwischenzeit, eine Zeit der Hoffnung. Nur Gott kann dir überhaupt Hoffnung geben, durch schweres Leid zu gehen.